versus Gul'dan. Your souls shall be mine. The forest fights back. Gegen einen Warlock. Will ich auf jeden Fall Silence behalten? Und sonst nichts. Wunderbar. Heutzutage findet man eigentlich nur noch Warlocks der Klasse Cute Lock oder Control Lock. Ja. Ich glaube, das hat mehr Sinn, wenn ich jetzt schon einen Bot Developer, als wenn ich einfach Heldenfähigkeit mache. Schon wieder ein UI. Nicht gut. Nicht gut. Kick your face. Ey. Na, fangen wir mal ins Schade. Hätte ich. Oh, aber es ist besser, als dass das gedroppt wurde. Gnomferatu ist eine sehr gute Deckkarte. Muss ich auf jeden Fall sagen. Und damit kann man einige Decks absolut wrecken. Das gegen Control gegen Warlock Map. Warte mal, du bist Control Warlock. Sieht nämlich eher nach Control Warlock aus. Okay. Ah, vielleicht eine Vorbereitung für. Wie verhindere ich das ein. Die Feinde. Kann ich nicht verhindern. Ist auch egal. Wenn er die Fall spielen will, dann macht er es. Aber muss er erst mit seiner Kreatur reinrennen. Weil so kann er es nicht machen. So fehlt ihm die 1. Puh. Dafür habe ich extra den Spellbreaker auf der Hand behalten. Genau exakt dafür. Your magic shall not save me. Exakt für diesen Zweck. Kein schneller Dämon für dich heute. Und dass du ihn auscoinen musst, es gibt bessere Möglichkeiten. Los, Deathwing. Ich meinte Ultrasaw. So, okay. Ist er besser? Nee. Gegen Warlock nicht. Hat zwar mehr Leben, was gegen sein Spell mit Lifesteal gut ist, aber. Also gegen Amethyst Spellstone. Ansonsten. Das ist nicht gut. Hätte ich Face gehen sollen, weil er noch 8 leben kann. Gefährlich. Aber so. So habe ich Lethal im Moment. 7 Mana. Mit 7 Mana ist er in seinen Möglichkeiten eingeschränkt. Und er hat keinen Trigger von Defile. Er hat auch keinen Jetzt hat er einen Trigger von Defile. Oder sich getötet. Eins von beiden. Was von beiden? Hat er sich getötet? So many possibilities. Weil jetzt ist er sehr nahe seinem Ende.
Defile. Und noch ein Defile? Noch ein Defile. Also ist er tot. Wunderbar. In your face, kick your face. Es ist nicht leicht als Free-to-Play-Spieler. Wenn man die ganzen Decks spielen will. Und noch ein Jahr fast ausgesetzt hat. The forest fights back. Forest fights back. So gut. Gut. Okay, okay, okay. 1, 2, 3, 4. 5. Gegen einen Even Paladin. Was willst du auch anderes großartig machen? Ah, beim letzten Mal hatte ich gute Chancen gegen Even Paladin, weil ich angefangen hatte. Das war da wichtig. Weil ich da sofort auf sein Spiel reagieren konnte. Jetzt geht es nicht mehr. Jetzt kann er näher an 2-Drop zocken. Ein 2-Drop, den ich nicht so leicht wegbekomme. Da muss ich vielleicht die Münze einsetzen, um da Board zu gewinnen. Aber wenn ich die Münze jetzt einsetze für Druid of the Size, dann ist es ganz schlecht. Aha, allerdings ist das... Das ist eine Option. Keine gute Option, aber eine Option. Was ist am klügsten? Ich könnte... Mind Control. Im nächsten Zug wird er einen 2-Drop haben und seine Heldenfähigkeit. Was machen wir dagegen? So, wer hat den besseren Wulfi? Bei den 2-Drops könnte Quality sein. Nein, Quality ist nicht. Dies machen wir erstmal weg. So, dann enraged er. Was mache ich gegen das Enrage? Nichts. Akzeptieren. Wenn Option. Oh, Blessing of Kings. Schön. So, nochmal die Frage. Was mache ich gegen das Enrage? Nichts. Voll die Kriegsmusik im Hintergrund. Oh, episch. Ja, das ist schlecht. The Drake was right. You are right. To do this trait. So, Zeit, das Board zurückzugewinnen. Er hat jetzt einen 6-Drop. Mal schauen, was er da rausholt. Sunkeeper Terem? Oder flutet er das Board? Er flutet das Board! Okay, das ist gut. Da kann man was draus machen. Da hole ich mir den Mind Control Tag zur Unterstützung. Silence ist auch nicht schlecht. Aber MCG ist besser. Okay, gut. Du bist willkommen auf meiner Seite. Des Boardes.
This will be good. So, Della. Ja, jetzt kriegst du endlich den Cryptlord weg. Der hat dich ein bisschen gestört, kann's sein? Aber was nun? Du hast ein... Du kannst einen Guy machen und dann noch einen Six-Drop bringen. Oder machst jede Menge kleine Viecher. Die aber nicht so prickelnd sind. Du hast noch einen Two-Drop. Gefährlich ist es nur in der Hinsicht, dass er Sunkeeper Tarim haben kann und jetzt ein großes Board hat, einen großen Board-Vorteil. Das ist nicht so gut. Okay, du hast immer noch einen Two-Drop? Du willst deinen Two-Drop nicht nutzen. Okay. Darauf wartet er vermutlich. Aber was will man machen? Jetzt kann er Quality Consecration spielen. Und das würde mir sehr wehtun. Gut, er braucht kein Consecration, ehrlich gesagt. Nochmal ein Blessing of Kings. Dafür haben wir den Spellbreaker. Okay. Your magic shall not save you. Revenge. Wunderbar, wunderbar. So, im nächsten Zug Malfurion und Prince Calisthus zusammen. Eine Option. Er hat viele kleine Guys. Die sind nervig. Ohne Zweifel. Oh ja. Jetzt geht's ab. Jetzt wird geballert. Schön. Face tanken. Er kann noch ein bisschen weiterspielen. Okay. Sehr gut. Freut mich. Naja. Circle of life is over. Sunkeeper Tarim ist immer noch eine große Gefahr. Und jetzt größer denn je. Wie viele Guys hat er noch auf der Hand? Das ist die Frage. Wie viel hat er noch auf der Hand? Wie viel hat er nicht ausgespielt? Ich habe nicht mitgezählt. Let me think. Am liebsten wäre, wenn er 4 Guys auf der Hand hat, aber das kann er ja nicht sein. Er hat gezogen. Das ist sehr gut. Aber wieso? Ah, er brauchte Platz. Trotzdem war das super. Das Ergebnis hat mir gefallen. Und das Ergebnis gefällt mir auch. Weil wir dann prinzipiell das machen. Wir klauen uns eine der Karten. Den Wolfie. Attackieren.
Mitten. Und belassen es dabei erstmal. Ich sollte nicht alles ausspielen. Reporting for duty. Reporting for duty. Jetzt kommt Sunkeeper Terran. Nein! Oh, seine Guys werden jetzt was? Poisonous? Plus 3 Damage? Plus 1 plus 1, okay. Joa. Das ist etwas. Das ist in Ordnung. So. So. Und so. Und so. Job's done. So. So sieht's schön aus. Ich habe zwar mittlerweile keine Spiteful-Karten mehr, weil UI wurde gezogen, aber sonst sieht's schön aus. Mushroom Power! So, komplette Control. Das ist mein Ziel. Lebe vom Topdeck und verzweifle. Was hat ein Even Paladin noch drinnen, was mich aufhalten könnte? Your magic shall not save me. Reporting for duty. Nichts, genau. I dream and the world trembles. Es ist zu Ende, mein Freund. Das Ende ist nah. Jawohl, Even Paladin zu Staub zermalmt.